und herzlich willkommen bei KWN. Mein Name ist Lisa. Ich werde heute einen Selbstversuch bei Facebook starten. Warum melden sich eigentlich dort so viele Leute an? Was ist eigentlich so besonders an Facebook? Das werde ich jetzt austesten. Und Sie sind hier live dabei bei KWN. Ich melde mich jetzt bei Facebook an. Ich gebe jetzt meinen Namen und mein Passwort ein. Bitte adde mich. Bitte adde mich. Wow, das läuft ja echt super hier. Bitte adde mich. Hallo, bitte adde mich. Das ging alles echt schnell. So, viele Leute posten Musik und Videos auf Facebook. Das probiere ich jetzt aus. Jetzt trete ich einer Gruppe bei. Mal sehen, ob dort Leute sind, die auch meine Interesse teilen. Wie schnell man hier neue Leute kennenlernen kann, das ist echt super. Hallo, wie geht's? Kennen wir uns? Ja, du hast mich doch gerade geaddet. Oh ja, das ging aber schnell. Ja, können wir uns nicht mal kennenlernen? Hallo. Hallo. Können wir uns nicht kennenlernen? Nee, ich möchte mich aber jetzt nicht mit dir unterhalten. Warum? Hallo. Hallo. Können wir uns nicht kennenlernen? Hallo. Hallo. Hörst du mich überhaupt? Ja, ich höre dich, aber ich möchte mich jetzt nicht mit dir unterhalten. Warum? Hallo, hörst du mich überhaupt? Bist du tot? Nein, ich möchte mich jetzt aber nicht mit dir unterhalten. Warum? Nein, ich möchte mich jetzt wirklich nicht mit dir unterhalten. Warum? Darum, weil ich jetzt keine Zeit habe. Ich möchte mich einfach nicht mit dir unterhalten. Ach, komm schon, bitte, bitte. Guck mal, wie sie aussieht. Kann sich wohl keine vernünftigen Klamotten leisten. Ja, und ich habe gehört, sie soll voll die Schlampe sein. Macht allen Typen schöne Augen, obwohl sie schon Freunde haben. Ja, voll die Schlampe. Erstmal macht sie sich an mir ran und danach tut sie so, als ob sie mich nicht kennt. Nein, wirklich? Richtige Schlampe. Was ist sie denn für eine? Warum sitzt sie überhaupt hier? Hat wohl keine Freunde. Lisa? Puh. Leider konnte ich feststellen, dass Facebook auch ein Ort für Mobbing und Stalking sein kann. Zum Glück konnte meine Kollegin den Stecker rechtzeitig ziehen. Was wäre, wenn sie es nicht getan hätte? Solche Erfahrungen machen Millionen Menschen tagtäglich auf Facebook. Denken Sie nur daran, bevor Sie Ihre Alldaten auf Facebook teilen. So, nun gebe ich weiter an das laufende Programm. Schönen Tag noch.